willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal eine kleine Roomtour und wir starten einmal in der Küche. Hier bin ich eigentlich wirklich fast jeden Tag frisch am Essen kochen, weil mir das einfach persönlich sehr, sehr wichtig ist. Und hier sind auch schon die ein oder anderen Rezeptreels entstanden, sowie die Rezepte zu meinem Blog. Den Blog verlinke ich einmal unten in der Infobox. Und ich bin auch momentan dabei, wieder zwei neue Avocado-Pflänzchen zu züchten. Die wachsen momentan sehr, sehr gut. Da müssen wir jetzt nächstes Mal Töpfe suchen, beziehungsweise im Baumarkt kaufen, aber das hat noch ein bisschen Zeit, Gott sei Dank. Und hier wird es auch schon zu meiner Speisekammer gehen. Die ist momentan etwas unaufgeräumt, weil ich da noch ein zweites Regal mir reinstellen will. Und es hat momentan keine so hohe Priorität. Dann haben wir hier auch noch meinen Saisonkalender. Der ist von Eco4U. Da gucke ich, dass ich den vielleicht unten mit verlinke. Weil ich versuche einfach regional und saisonal einzukaufen. Ausnahmen bei mir sind einfach die Avocados, weil ich Avocado-Toast sehr gerne esse. Genau, und hier momentan ist mein Getränkelager, aber hier kommt auch wieder ein Holzofen rein, weil mein alter Holzofen, der war halt mit Kochplatte oben drauf, da waren die Schamottsteine durchgebrochen und den mussten wir raustun und ein neuer ist auch schon auf dem Weg. Und bevor wir den neuen dann reintun, mein Papa und ich, wollen wir die Küche gar ganz fließen. Genau, dann gehen wir einmal ins Wohnzimmer. Hier ist mein kleiner Essbereich, wobei ich gestehen muss, dass ich momentan sehr selten am Esstisch esse, weil ich es meistens abends vom Laptop mache, was ich mir aber auch wieder abgewöhnen möchte. Und momentan habe ich auch frische Blumen von meinen beiden Lieblingsmännern. Da haben wir die Sträuße jetzt ein bisschen gemischt. Genau, und hier habe ich auch früher mal meinen Sport gemacht. Den mache ich jetzt aber mittlerweile drüben im Schlafzimmer, weil es mir einfach besser gefallen hat. Und an diesem Ort hier passiert auch alles rund um Instagram, Bildbearbeitung, Bilder planen, die Posts planen, aber auch mein Nebengewerbe. Einerseits mache ich Social Media Management für zwei Firmen momentan und der Etsy Shop, der in Planung ist, wird ja auch gemacht. Genau, und da warte ich momentan noch ein bisschen auf Material, dass ich da richtig loslegen kann. Und wenn ich nicht gerade mit dem Tablet im Bett liege, dann sitze ich meistens hier auf der Couch. Das ist so, ja, das einzige Teil, was nicht von einem schwedischen Möbelhaus hier drin ist. Und dann habe ich hier auch noch meinen kleinen Avocado. Den habe ich von meiner besten Freundin letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt bekommen. Genau, dann gehen wir mal ins Schlafzimmer. Und hier sind wir auch schon im Schlafzimmer. Das Zimmer habe ich damals zu meinem 16. Geburtstag von meinen Eltern geschenkt bekommen. Und wie ich dann 18 wurde, kam dann noch die Küche und das Wohnzimmer dazu, was wir gerade schon gesehen haben. Die Couch hier ist so das älteste Möbelstück, was ich noch habe. Alles andere kam einfach nach und nach neu. Der Kleiderschrank ist auch neu. Ich bin Packs Kleiderschrankkind. Und hier ist auch meine kleine Sportecke jetzt, einfach wenn ich nicht ins Gym komme nach der Arbeit oder wenn ich halt einen langen Arbeitstag habe und erst auf 18 Uhr daheim bin, mache ich meistens daheim Sport und da habe ich auch meine Handeln und eigentlich alles, was ich da brauche. Genau. Und das Bett ist in dem Zimmer ein bisschen die Ausnahme, üben war ja die Couch das einzige, was von einem anderen Möbelhaus war, und hier ist einfach ja das Bettgestell, das habe ich von einer Bekannten aus dem Ort mir dann damals abgekauft. Genau. Und hier sind wir jetzt auch schon beim letzten Teil vom Schlafzimmer. Mein kleiner Schmuckbaum hier besteht aus mehr Bracelets als aus was anderem. Was Bracelets sind, packe ich mit in die Infobox, weil das in meinen Augen ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Einfach der Meeresschutz. Und hier sieht man dann auch noch sehr, sehr gut, dass ich auf Wandbilder stehe. Die habe ich mir alle nach und nach bei Desenio bestellt. Die hier sind jetzt quasi meine Frühling-Sommer-Bilder. Im Herbst wechsle ich dann auf eher so winterliche Bilder. Genau. Und dann kommen wir auch schon zum Schminktisch. Der Schminktisch war ursprünglich mein Schreibtisch zu Realschulzeiten. Ich hatte da nicht viel Hausaufgaben, aber wenn es
mal was gab, habe ich es dann immer hier gemacht. Den haben wir nach und nach umgebaut. Da kam dann auch zu Weihnachten noch ein anderer Spiegel dazu. Und ja, das war schon meine kleine Roomtour. Hallo von Cassie aus dem Schnitt. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe überhaupt kein ordentliches Ende gemacht, was einfach auch daran liegen könnte, dass ich, als wir die Roomtour gedreht haben, dermaßen nervös war, weil es auch das erste Mal war, wo mein Freund mich einfach auch bei einem Video gefilmt hat. Reels sind was anderes, da versuche ich ja irgendwie hübsch auszusehen und mich im Schnee zu drehen. Aber auf jeden Fall würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und über einen Kommentar und schau auf jeden Fall mal in der Infobox vorbei bei den verschiedenen Links. Also wie gesagt, Bracenet liegt mir echt sehr, sehr, sehr am Herzen. Ich trage auch gerade wieder eins von denen. Und zwar sind Bracenets Armbänder aus geborgenen Fischernetzen, aus Geisternetzen quasi. Aber alles dazu packe ich in die Infobox. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.